Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video vom Wassenberger Tauchkeller. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen, beschäftigen wir uns heute mit gebrauchter Ausrüstung und deren Tücken. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach mal dran. Gestern erreichte mich dieser Atemregler hier mit dem Vermerk, liefert keine Luft mehr. Es wurde mir dann noch mitgeteilt, dass man mit dem Atemregler zwei Tauchgänge gemacht hätte. Im ersten Tauchgang hätte er wohl einwandfrei funktioniert und im zweiten Tauchgang hätte er einfach keine Luft mehr geliefert. Warum auch immer. Begründung, wieso, weshalb, stand nicht dabei. Okay, ich habe den Atemregler angeschlossen und tatsächlich, er lieferte keine Luft mehr. Persönlich habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man in irgendwelchen Foren oder vom Kollegen, wo auch immer, sich gebrauchte Tauchausrüstung zulegt. Jeder hat nur ein gewisses Kontingent, was er für sein Hobby ausgeben kann und jeder versucht es natürlich optimal zu nutzen. Aber bitte Leute, wenn ihr mit Ausrüstung unterwegs seid, die ihr nicht kennt oder die ihr euch gerade zugelegt habt, beschäftigt euch bitte ein bisschen damit, weil die Nummer, die hier passiert ist, könnte auch ganz anders ausgehen. Okay, aber schauen wir uns das mal genauer an. Mit der Information bin ich also hingegangen und habe den Atemregler als erstes Mal an der Tauchflasche angeschlossen. Wie ihr sehen könnt, ist das kein normaler Atemregler, sondern er ist eigentlich dazu oder dient dazu, Nitrox oder unter Umständen sogar reinen Sauerstoff zu veratmen. Und hat deswegen auch ein M26x2 Gewinde. Ist also eigentlich ein Regler, der zur Dekompression genutzt wird. Ja, also an der Stageflasche angeschlossen wird und man ihn dann nutzt, um Dekompressionszeiten zu verkürzen. Drücke ich das so mal aus. Also, wie gesagt, ich bin hingegangen und habe den Regler einfach an die passende Flasche angeschlossen. Habe dann dementsprechend Druck drauf gemacht. Und vorne die Luftdusche gedrückt. Und wie man sehen kann, tatsächlich, es kommt keine Luft raus. Für einen Moment lang war ich dann auch etwas irritiert und gedacht, warum kommt da keine Luft raus? Dann habe ich an der Seite vom Regler dieses Bauteil hier gesehen. Und wenn man das nach hinten schiebt und die Luftdusche wieder drückt, stellen wir fest, dass der Atemregler ganz normal Luft liefert. Dies hier nennt sich Free Flow und soll verhindern, dass der Atemregler, während er an der Stageflasche nicht genutzt wird, versehentlich anfängt abzublasen, das Gas abzulassen. Darum kann man ihn dann zumachen, hier zusätzlich zumachen und wenn man darauf drückt, geht halt nur die Luft, die in der zweiten Stufe sitzt, verloren, aber nicht die Luft, dass die ganze Flasche entweicht. Persönlich bitte fragt mich nicht zu meiner Meinung, was ich davon halte. Es geht sich nur vom Grundprinzip her. Sinn dieser Geschichte sollte sein, dass man die Flasche nicht komplett zudrehen sollte, also verschließen muss,
Weil man ja hier diesen Free Flow sperren kann und dadurch kein Gas verlieren kann. In dem Falle war es so, dass der neue Besitzer des Atemreglers nicht wusste, wofür dieses Teil verbaut ist. Und als er den Regler dann nutzen wollte, leider keine Luft rauskam. Glücklicherweise war das nur ein Spaßtauchgang, ein Testtauchgang. Die Jungs wollten wohl was üben und von daher war es nicht relevant für den Tauchgang. Aber wenn euch sowas passiert und ihr braucht den Regler, kann das natürlich ganz schnell zu Problemen unter Wasser führen. Und ja, ich möchte den Faden gar nicht weiterspinnen. Ja? Also, wenn ihr euch sowas zulegt, schaut mal da drauf oder befasst euch bitte mit der Ausrüstung, die ihr euch dann gebraucht erworben habt. Ob da vielleicht auch solche versteckten Tücken, wie man es auch immer nennen will, verbaut sind. Ja? Woran man das noch erkennen kann, ist, dass hier an der ersten Stufe, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ein Überdruckventil verbaut ist. Dieses Überdruckventil ist notwendig, wenn ich diesen Free Flow verschlossen habe, kann die Luft ja, wie man das bei einem Mitteldrucksteiger hat, in der ersten Stufe, der Mitteldruck steigt kontinuierlich weiter an. Und im Normalfall fängt die zweite Stufe dann irgendwann abzuperlen und der Überdruck entweicht über die zweite Stufe. Durch den Verschluss, den man hier vor der zweiten Stufe hat, ist das natürlich nicht möglich. Das heißt, wenn ich hier drin einen Mitteldrucksteiger hätte, würde der Druck immer weiter ansteigen, immer weiter ansteigen. Und wenn ich dann ganz viel Pech hätte, würde, da der Druck ja nicht entweichen kann, der Mitteldruckschlauch unter Umständen kaputt gehen, platzen, wie auch immer. Damit wir das nicht passieren kann, hat man hier eben ein Überdruckventil eingebaut. So, das heißt also, wenn ich hier einen Mitteldrucksteiger habe, wird irgendwann dieses Überdruckventil ansprechen und das Gas würde hier drüber entweichen. Von daher sehe ich den Sinn von diesem Free Flow nicht so ganz gegeben, weil es soll natürlich verhindern, dass Wasser in die erste oder in die zweite Stufe eindringen kann. Oder eben, normalerweise ist ja der Werdegang so, dass wenn ich eine Stageflasche mitführe, sie unter Druck gesetzt wird und dann das Ventil wieder geschlossen wird. Es kann natürlich passieren, dass während des Tauchgangs der Druck hier durch Berühren der Luftdusche, was auch immer, aus dem Atemreglersystem entweicht. Und unter Umständen kann es natürlich passieren, dass Wasser in die zweite Stufe eindringen kann. Das ist natürlich durch diesen Free Flow gemindert die Wahrscheinlichkeit aufgrund dessen, weil ich es hier ja verschließe und dadurch kein Wasser ins System eindringen kann. Persönlich bin ich kein Freund davon, aufgrund dessen, das ist wieder ein zusätzliches Bauteil, welches unter Umständen Probleme machen kann. Ich habe lieber die klassische Variante, erste Stufe, den Atemregler ganz normal angeschlossen und ja. Wie man das sehr häufig bei Stageflaschen halt sieht. Und somit erspare ich mir, dass vielleicht unter Umständen Probleme auftreten können im ersten Moment. Oh, warum liefert der keine Luft? Oh, okay, ich muss ja hier den Free Flow noch öffnen. Und gerade in Stresssituationen, Entschuldigung, halte ich das nicht für so sinnvoll. Aber gut, der Kunde hatte dann gesagt, okay, nach Rücksprache mit dem Kunden, mach bitte trotzdem eine Revision dran.
ich möchte dann jetzt gerne auf der sicheren Seite sein, weil er auch nicht wusste jetzt, wie lange die letzte Revision von dem Regler her ist. Werden wir also machen, den Regler zerlegen und dementsprechend auch eine Revision durchführen. Aber bevor ich das mache, wollte ich euch mal zeigen, was für Tücken es auch haben kann, wenn man sich gebrauchte Tauchausrüstung zulegt und diese dann oder sich damit im Vorfeld vor dem ersten Tauchgang nicht auseinandersetzt, weil man denkt, okay, das wird schon alles funktionieren. Ja, also seid da ein bisschen vorsichtig. Wenn ihr euch was zulegt, schaut euch das mal genau an, testet das vielleicht auch mal alles an Land erst durch, bevor man damit ins Wasser geht und dann unter Wasser denkt, oh Mist, tut es jetzt gerade nicht. Hat es doch gerade eben getan, warum tut es das jetzt nicht? Ich vermute mal einfach, er ist versehentlich durch irgendwelches Hantieren hier dran gekommen, hat den verschlossen und dadurch hat es dann beim zweiten Tauchgang nicht mehr funktioniert. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Diesmal war es etwas kürzer als gewohnt, aber aufgrund der Situation habe ich gedacht, hey, das ist mal wieder etwas, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Und von daher, ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Rolf.